Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Der Herbst ist da und wer ist noch dabei? Michael, der Kameramann. Ganz genau. Und es ist wieder schön und wir haben gesagt, so, jetzt machen wir nochmal richtig einen schönen Kranz. Bei Michael war absolute Begeisterung. Aber während wir den Kranz gemacht haben, da hat er dann noch gesagt, der ist aber schön. Der ist auch schön. Ihr wisst ja, Michael mag Wasser und Tischdeko, ne? Ja. Und Hauseingänge, genau. Aber das ist heute unser Thema, ihr Lieben, ganz herzlich. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Mit den Sachen. Dann die Seite, Micha, zeigen wir erstmal diese. Genau. Hier habe ich einiges an Blättern und die fangen auch schon langsam an, hier ein bisschen einzutrocknen. Finde ich sehr, sehr schön und das soll es auch. Dann habe ich hier nochmal einen Rest von dem Eukalyptus. Das sind einfach hier die Reste, die ganz kleine Hagebutte, Schleierkraut. Dann habe ich hier unten eine Tüte, habe ich immer mit Rinde und kleinen Ästen. Dann hier oben habe ich einmal die Sonnenblume und die kleine Sonja. Guck mal, die ist auch niedlich, oder? Da habe ich Glück gehabt. Eigentlich ist ja nun echt Sonnenblumenzeit vorbei. Aber die bekommt man noch beim Floristen. Dann von unserem Quittenbaum habe ich kleine Quitten noch mal eben gerade abgemacht. Ich finde immer, die riechen auch so schön. Dann habe ich hier Kastanien heute Morgen mit Sophie gesammelt. Und hier hinten habe ich noch ein paar Zieräpfel in Rot und Grün. Und das sind so, ich weiß nicht, so Zierpaprika, ne? Ja. Sieht genau. Und so eine kleine Seegurke noch. Haben wir sonst noch ein paar auf der Terrasse. Dann hier einmal die Basis. Zeigen wir euch mal, das ist dieser große Kreis. Hier oben in der Infobox könnt ihr mal gucken. Den hatten wir sommerlich gestaltet. Und das habe ich gerade eben alles abgemacht. Und der wird jetzt herbstlich gemacht. Dann habe ich hier nochmal den dicken Draht. Ein Seitenschneider. Eine Schere. Eine Gartenschere, Heißklebepistole und Bindedraht. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe eigentlich hier den grünen, genau, den grünen Bindedraht, glaube ich, werde ich heute nehmen. Hier unten in der Videobeschreibung könnt ihr mal gucken, wir haben auf Hof Oelkers jetzt den nämlich auch und da könnt ihr gerne mal gucken, da haben wir ganz schöne Sachen. So, auf der anderen Seite habe ich nochmal das spanische Moos. Ein Rest von dem Mühlenbeck hier, was ich jetzt noch hatte. Ich glaube, ich muss unbedingt mal wieder was besorgen zum Herbst. Und das grüne Moos. Und das war's. Und ich würde sagen, wir starten. Es geht los. Eine Abonnentin hat mir auf Instagram geschrieben, Conny, Mensch, was hältst du davon, wenn du Sonnenblumen nimmst? Und das ist so wunderbar. Das mache ich ja auch immer. Die Blüten, wenn die nämlich ausgeblüht ist, ich zeige das einfach mal eben, dann kann man nämlich super die Blüten einmal abzupfen und dann hat man hier wunderbar das innen drin und das sieht natürlich fantastisch aus, auch nachher im Kranz und das kann super eintrocknen und diese Idee fand ich wirklich toll und das ist nochmal so ein Anreiz gewesen, eine Inspiration, vielen Dank nochmal dafür, nochmal diesen großen Kranz zu machen, der bekommt hier im Garten bei uns einen Platz unterm Baum, unter der Rotbuche und genau, ich würde sagen, wir starten. Und die Basis hier für diesen großen Kranz, damit man auch Volumen bekommt, ich habe jetzt nicht mehr so viel, dann nehme ich einfach jetzt das Restliche vom Mühlenbeck hier. Da kann man natürlich alles nehmen. Man kann alte Zeitungen nehmen, man kann Papier, alte Papiertüten nehmen oder hier Birkenreisig, ist auch immer wunderbar. Und ich werde mir das hier einfach jetzt mal so ein bisschen rundherum legen. Hier den Bindedraht fest. Wirbel jetzt hier nur einmal rum. Jetzt gehe ich hier ganz locker eben nur ein paar Mal rum, damit das Mühlenbeck hier so ein bisschen am Kranz
fest ist. Liebe Grüße an meine Kollegin Raminta, hallo. Das war wirklich sehr schön, weil nämlich gestern haben wir zusammen gearbeitet und da hatten wir auch diese Blätter, die gleich hier mit in den Kranz reinkommen. Und die waren vertrocknet, also wie gesagt, richtig schön gekräuselt. Und sie wollte zum Bioabfall und da habe ich zu ihr gesagt, um Gottes Willen, weißt du was, nimm mal Mühlenbeck her und mach einfach mal einen Kranz. Und das sah so fantastisch aus, also sie war selber so fasziniert und dann musste sie selber lachen und habe ich gesagt, siehst du, das muss gar nicht im Müll, das kann überall mit eingearbeitet werden. Und das ist eigentlich so mit das Schönste an dieser ganzen Sache. Und das probieren wir heute nämlich auch aus. So, Birkenreisig haben wir einmal rumgebunden, vielleicht 5 Minuten, rucki zucki. Und Quatsch, Mühlenbeck ja, Birkenreisig nicht, sieht so ähnlich aus. Also das Mühlenbeck ja. Und jetzt werde ich das Moos nehmen, das grüne Moos, und lege mir das, das möchte ich jetzt einmal komplett rundherum anlegen. Dann nehme ich mir einfach so ein Bündel, gehe mit dem Bindedraht locker rum und werde jetzt das genauso machen wie mit dem Mühlenbeck hier und mache mir das komplett hier mit Moos. Guck mal, Micha, ich habe hier sogar Zapfen mit drin. Ja. Die habe ich hier mit eingebunden. Alles kann man drinnen lassen. Äste, Zapfen, Erde. Und das gibt wirklich dem Kranz. Guck mal, hier habe ich jetzt auch so einen Ast. So einen richtig schönen, natürlichen Charme. Und genau, das bin ich jetzt hier mit gleich am Ende. Bind das hier eben noch mit ein. Fange ich an. Wir haben ihn jetzt einmal rumgewickelt. Draht habe ich dran gelassen. Und jetzt ziehe ich mir hier einfach noch mal eben die Blätter ab. Okay. Und ich glaube, ich habe mir jetzt hier einfach mal so Rinde genommen, weil wir haben ja nur wirklich einen Riesenkranz. Und ich finde, da kann man natürlich jetzt diese ganzen Naturmaterialien super mit einarbeiten. Und wir haben hier richtig Platz. Und ich klebe mir jetzt hier erstmal ein Stück Rinde rauf mit Heißklebe. Lass es trocknen und hier habe ich ja auch mein Wickeldraht. Ich habe mir eben mal 3 Blätter genommen, habe mir die aneinander gelegt und bin da einmal rüber. Aber ich zeige euch das nochmal. Ich bin jetzt, ja, der ist trocken, habe die einfach so wie so einen Fächer zusammen hingelegt, nehme jetzt den Bindedraht, gehe da einmal rüber und nicht zu doll ziehen, weil sonst kommen die so hoch. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, ein paar Beeren und ein bisschen spanisches Moos. Und jetzt gehe ich auch hier wieder mit dem Draht einmal rum. Schneide mir hier den Rest vom Stiel ab. Und jetzt nehme ich hier die kleine Sonja, mache die Blätter ab, schneide mir hier ein Stück, guck mal, die kleine hier mache ich auch. Und werde mir die jetzt hier einmal so ranlegen. Und die kommt jetzt mit darauf. Und die andere kleine hier, die lege ich so daneben und gehe wieder mit dem Wickeldraht einmal rum. Jetzt nehme ich mir wieder die Blätter. Dann müsst ihr einfach mal gucken, wie viele ihr nehmen wollt. Nehme ich mir doch noch mal so ein bisschen Rinde. Die Blätter kommen gleich. Die kommt jetzt hier einmal wieder so ein bisschen schräg rauf. Aber da könnt ihr jetzt wirklich gucken, was ihr gerne machen oder was ihr gerne haben wollt. Jetzt zum Beispiel finde ich, passt hier auch eine Quitte ganz schön, oder? Passt gut. Passt ganz gut, ne? Deswegen werde ich mir hier jetzt ein Stück Draht, genau, das schneide ich mir jetzt hier ein Stück ab. Mal so ein bisschen viel, genau. Cutte mir ein Stück und mache mir jetzt hier wie so eine Krampe. Die Seite, die ihr vorne haben wollt, ich möchte jetzt die andere Seite. Mache hier ordentlich Heißkleber ran. Mache meinen Draht oben drauf und jetzt muss man natürlich erstmal ein bisschen warten, das trocknen lassen. Ist gut angetrocknet und jetzt könnt ihr hier nämlich wunderbar einmal in den Kranz reinpieksen und es hält fantastisch. So, jetzt gucken wir mal weiter. Genau, jetzt nehme ich die 3 Blätter oder vielleicht auch 4. Ich gucke jetzt einfach mal, lege mir das so ein bisschen, können auch 2 sein, lege mir das wieder hier ran. Und komme jetzt mit meinem Bindedraht
und fixieren wir die jetzt wieder hier. Und jetzt hier wieder ein bisschen vom spanischen Moos. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Curly-Moos oder Island-Moos. Und dann nehme ich hier nochmal die Beeren. Ich finde, das passt ganz gut. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Herbstfarbe. Und gehe jetzt hier wieder einmal rum. Jetzt nehme ich hier den Zierapfel. Machen wir da auch nochmal so richtig schön Klecks, heißt Leberan. Schön aufpassen, weil das tut, ich weiß nicht, wie oft ich mich schon verbrannt habe. Und lege mir hier schon mal den Draht drauf und fixiere mir hier oben nochmal richtig schön Klecks oben drauf, damit das auch wirklich hält. Und warte jetzt nochmal ab. Nehme ich den Apfel, ne? Schön getrocknet und werde den jetzt auch hier einmal so reinpieksen. So, und der hält wunderbar. Nehme ich nochmal eine Rinde. Das ist schon eine coole Bastelaktion, finde ich, ne? Hier ja. Kann man ja wirklich alles so rauflegen. Alles Natur pur, gerade wenn man jetzt Lust zu hat. Und ich finde das mit diesen Fruchtständen und finde das auch wirklich, vielen Dank nochmal mit dieser Idee, mit der Sonnenblume, wirklich ganz, ganz toll. Und ich werde jetzt hier auch so eine Sonnenblume nehmen. Ich werde jetzt hier nochmal die ganzen Blätter abmachen und den Stiel schneiden. Mal so. Und dann gucken wir mal. Guck mal, wie wunderbar. Also gefällt mir richtig gut. Lege ich jetzt hier einmal so an und werde jetzt hier mit dem Bindedraht einmal eben vorher noch mal hier einmal rumgehen. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, immer gerne hier noch mal über die Rinde gehen. Das hält natürlich auch noch mal, aber die ist jetzt wirklich fest geklebt. Und gehe jetzt hier aber noch mal durch und werde jetzt hier die Sonnenblume anlegen und einmal mit dem Draht fixieren, damit man hier den Stiel, genau, die Sonnenblume hat natürlich Höhe nach oben hin. Ich nehme jetzt hier ein bisschen spanisches Moos, lege das nur so leicht hier einmal so drunter und gehe einmal hier mit meinem Wickeldraht rum. Ihr könnt auch gerne grünes Moos oder egal was auch immer, damit das so ein bisschen abgedeckt ist. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir natürlich wieder hier schön die Blätter unterlegen. Es ist natürlich perfekt, weil sie schön groß sind. Und wir natürlich super schnell um den Kranz kommen, als wenn man jetzt kleine Sachen nimmt, ist ja ganz klar. So, und ich nehme jetzt hier jetzt die Blätter. Hier so eine kleine Seegurke habe ich daran geklebt. Und das mache ich jetzt weiter. Ich nehme jetzt wieder Rinde und ein bisschen Blätter, so wie ich gerne möchte. Mach die kleine Sonja, siehst du, die können wir jetzt auch nochmal wieder schöner mit reinsetzen. Ich glaube, die kann noch da unter. Und das machen wir jetzt nochmal hier ein bisschen im Wechsel. Guck mal, ich habe hier noch so eine kleine Zierpaprika, die finde ich auch ganz niedlich. Die mache ich jetzt hier nochmal eben mit Heißkleber ran. Wir haben am Ende, guck mal, und eine kleine Sonja noch reingekriegt. Das heißt, wir haben alle verbraucht, alle Sonnenblumen und auch die kleine Sonja. Und ich nehme jetzt hier mein Bindedraht und gehe jetzt ein paar Mal rum und werde mir den gleich hinten richtig schön verdrehen. Ich schneide mir ein Stück ab und mache mir den hinten fest an den anderen Draht. Also ganz ehrlich, dafür, dass er so groß ist, war das wirklich flott, oder? Das war sehr flott. Ganz flott, finde ich auch. Man kann auch, hier habe ich jetzt mal ein paar mehr Blätter, immer rechts, links angelegt, einmal in der Mitte. Das kann man natürlich auch machen. In der Regel habe ich hier immer nur drei gemacht. Also man könnte da das noch ein bisschen fülliger machen. Wenn man kein Moos hat, kein spanisches oder wie auch immer, dann kann man auch super den Stacheldraht damit reinnehmen als helles Highlight. Damit kann man auch immer super noch eine Fülle mitbringen. Und ich finde, das ist wirklich ganz schön. Ich fand das Grüne, wir haben eine kleine Paprika drin, das reicht, weil das richtig schöne Apfelgrün, finde ich, passt jetzt hier heute nicht. Aber wir haben noch Kastanien, Micha, und wir haben noch Lärchenzapfen. Und ich finde, die können noch wunderbar jetzt hier noch auf die Rinde noch mit Heißklebe bestückt werden. Und Micha, gefällt dir der? Ja, wirklich? Sehr gut, sehr gut. Obwohl das nicht dein Thema ist, nee, ne? Er hat gesagt, aber ich mach schon das wieder einen Kranz. Doch. Ich habe gesagt, nee, das ist erst der zweite. Aber er ist schön geworden. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Und er ist wirklich schön herbstlich. Und diese Inspiration mit den Sonnenblumen, wo wir nachher dann auch super die Blüten abmachen können. Und was natürlich auch ganz toll ist, finde ich,
Das passt ganz gut zu den Kastanien auch. Guck mal, das Auge hier von der Sonnenblume und dann diese braunen Tupfer da drin. Genau. Und ich würde sagen, ihr Lieben, wir gehen mit euch eben an unsere Baumecke und wir hängen den Kranz an. Lieben, und das war unser Thema. Ne, Sophie? Gefällt dir auch, oder? Sie will schon wieder raus. Genau. Sie war wieder heute wieder ganz doll dabei mit ihrer Frisbee. Habt ihr bestimmt gesehen. Ich bekomme das immer nicht mit, wenn es hinter mir passiert. Aber ich habe sie gehört. Also ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass euch heute das Thema gefallen hat, wir euch inspirieren konnten. Ihr wisst, einen Daumen hoch. Wenn ihr kein kostenloses Abo habt, aktiviert doch mal die Glocke. Dann bekommt ihr mal Info, wenn ein neues Video online ist. Und was wir neu haben hier unten in der Videobeschreibung, guckt doch mal. Da sind dann gegebenenfalls die Links zu Dekoartikeln. Oder, ja, genau. Und dann kommt ihr dahin, wenn ihr was haben wollt. Also ihr Lieben, wir freuen uns, eure Conny und euer Michael, der Kameramann. Genau, wir sind die Tage wieder da. Bis dann. Tschüss. Tschüss.